nicht, dass du mich liebst. Wenn es nicht so ist, sag nicht, dass du mir alles gibst. Wenn es nicht so ist, sag mir auch nicht, dass es schön so ist. Wenn es nicht so ist, dann sag lieber nicht. Sag lieber, sag lieber. Sag nicht, dass du mich liebst, wenn es nicht so ist. Sag nicht, dass du mir alles gibst, wenn es nicht so ist. Sag mir auch nicht, dass es schön so ist. Wenn es nicht so ist, dann sag lieber nicht. Sag lieber, sag lieber. Was spektakuläre! Das dritte Tor. Man sieht, das ist so geil. Das ist so richtig typisch. Ich setz mal ein Löschchen drauf. So. Also es geht jetzt auf jeden Fall los nach Richtung Hagen. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist Release Day von unserer Single. Irgendwann! Hey. Wahrscheinlich habt ihr sie alle schon gekauft, wenn ihr diesen Podcast seht. Hoffentlich haben alle schon gekauft. Und deshalb wisst ihr auch, dass die B-Seite obergeil ist. Und dass der Chris eigentlich mit Nachnamen Wiesel heißt. Ist auch auf der Platte, steht auch bei Credits. Okay Leute, ich habe hier gerade mit diesem Handy live getwittert, dass wir auf dem Weg nach Düsseldorf sind und Big FM im Radio hören. Da läuft gerade irgendeine Scheiße. Ja, so eine Scheiße läuft da gerade und es wäre ganz cool. Das habe ich jetzt auch getwittert, dass ihr euch jetzt für uns irgendwann bei Twitter wünscht, beziehungsweise bei Big FM wünscht, per Telefon, per E-Mail, wie ihr wollt. Und wir hoffen, dass das Ding gleich läuft. Dann freuen wir uns ganz doll. Wie doll wir uns freuen, seht ihr dann gleich. Wenn es nicht läuft, dann sind wir ganz traurig. Das seht ihr dann auch. Das ist ein Schaden. Ich weiß, dass ich einen Schaden habe. Was mit mir? Ich will auch rein. Oh, ich habe was entdeckt, Leute. Da oben war eine Kamera, die hat euch gefilmt. Die hat euch gefilmt, jetzt kommt gleich die Polizei. Auf jeden Fall, hier gibt's was. Jedes Mal, wenn wir hier in der Raststätte sind, kauft sich der Johnny sowas. Das ist die sogenannte Travel Pussy. Jedes Mal kommt er nach dieser Scheiße. Ja, jedes Mal, wenn wir auf Tour sind, kauft der Johnny sich das, weil das Problem ist, wenn man so auf Tour ist, dann ist man immer alleine. Und dann braucht man eine Travel Pussy. Bis jetzt die Hände abdoppeln. Ja, da sitzt er auf dem Boden, der kackt. Bis jetzt, Chris. Bis 1 Euro. Ja. Was macht der? Kackt. Ich bin 32 Jahre alt und echt schon lange raus aus der Pubertät. Pubertät. Okay, eigentlich im Kopf, im Geiste bin ich noch nicht lange raus aus der Pubertät, aber ich habe einen Pickel. Ja, wir standen eben im Lager und da gab es diese kleinen Magnete, die piepen, wenn man rausgeht. So einen hatte Chris jetzt hinten mit seiner Kapuze liegen. Deshalb werdet ihr gespannt sein, was passiert, wenn wir hier rausgehen. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum Auto. Und wie ich euch ja vorhin schon erzählt habe, habe ich einen kleinen Tricky gemacht. Eine kleine Aufmerksamkeit für den Chris. Und das werdet ihr jetzt gleich merken.
Erbs. So. Das soll hast du da so, bleibst du mal kurz stehen? Bleibst du mal ganz kurz stehen? Kann nur hier drin sein, denke ich mal. Genau, hier da ist es, da ah, ist es. Den hat er geklaut. Ah. Deswegen piepst du. Hast du eben da hinten weggenommen, kann das sein? Ja, oh, hast du eben da hinten weggenommen? Ich weiß gar nicht, warum ich hier im Bus sitze. Ich war eben im Karstadt einkaufen letztes Mal. Ich komme ursprünglich aus Düsseldorf. Und ich war in der Musikabteilung, da waren so drei komische Typen. Die haben dann eine Autogrammstunde gegeben, da bin ich einfach mit in den Bus eingestiegen. Und jetzt fährst du deshalb wohin? Ich fahre jetzt mit da, wo die hinfahren. Und wahrscheinlich wieder in den nächsten verschissenen Stau, Alter. Einfach schon wieder. Schon wieder im Stau, Mann. Was ist denn hier los in Deutschland, Alter? So, wir sind jetzt hier im Hotelzimmer. Und wir überraschen jetzt mal den Jan. Mal sehen, was er so macht gerade. Achtung. Wir sind jetzt hier in Hagen und hier sind, ich wollte euch nur kurz meine beiden Geschäfte zeigen. Also das hier ist Stiefschuhe. Schnell. Und daneben der Laden heißt Neumann, was auch immer er verkauft. Toto-Lotto-Laden. Toto-Lotto-Laden Neumann und Stiefschuhe. So ist es. Das erste Mal, der erste Kuss, der allererste Streit, das erste Überschuss. Ja, jetzt lächelst du wieder, gell? Kaum ist die Kamera an. Erst hier rumscheißen und dann. Wie die anderen Wichser? Im Auto und warten auf dich. Das sind Schuhe. So. Ja, die ist langweilig. Mir auch. Ich schlag dich einfach gleich zusammen. Oh. Ja, einfach so. Einfach so? Einfach so. Einfach so, cool. Einfach so. Quasi einfach so. Okay, liebe Leute, ich bin das fertig. Wir sind 500 Kilometer gefahren. Die Jungs sind jetzt wieder halbwegs fit. Jetzt chillen wir hier gerade ein bisschen. Soundcheck ist gleich vorbei. Johnny, da ist dein Bett. Hier. Danke. Im Gang. 20. Ich hab 20. Gut, ciao. Nein, ist nicht. Ich Jan, hab das Größte. Hast du? Ich hab das Größte. Ich muss sagen, Jan hat die Wette auf jeden Fall verloren. Das Hotelzimmer ist sehr schön. Das hab ich doch nicht. Ja, komm. Ist genauso groß wie meins. Ich heiße euch herzlich willkommen in der Uri Geller Show. Mein Zaubertrick. Flasche voll. Abra, Kadabra. Flasche leer. Das war der Igor-Trick. So, es geht los jetzt, das Glücksspiel. Wir werden jetzt diesen Krallenautomaten hier ausräumen. Also beziehungsweise das ist schwierig aus, muss ich sagen. Das ist aber einfach eine riesen Kralle für diese kleinen Tiere. Nimm den komischen Bär hier, der hier so komisch guckt. Sieht ein bisschen aus wie ein Schweinebär. Ich glaube, der Bär, es gibt einen Rest mit dem Bär. Okay, ich versuche es. Es gibt einen Riss, leider. Ah, ah.
Meinst du, der kriegt jetzt den Bär? Ja. Nein. Nee. Nee, nee, nee. Das weißt du auch wer, weil es nichts wird. Ja. Ist das eigentlich eben zwei? Nee, nee, nicht den Bär. Den Bär gibt einen Riss, es gibt einen Riss. Du darfst nicht mehr wegen, der geht von weg. Was ist jetzt los? Es wird leider einen Bärenriss geben. 3, 2, 1. Riss. Nee, der ist gut, der ist gut. Der ist Riss. Guck mal. Der hat ihn. Ja! Schweinebär, da hängt der Schweinebär. Ja. Zeig kurz den Schweinebär. Zeig ihn kurz, einfach kurz. Der Öffentlichkeit. Ey, der ist ganz geil eigentlich, der Schweinebär. Ja, das ist gut. Kannst du was dazu sagen kurz? Ja. Wer auch immer so ein Stofftier braucht, schickt mir einfach Kleingeld, Schweinebär. So. Schick mich Kleingeld an folgende Folge. Aber das ist echt ein Schweinebär, der hängt auch immer ab einfach nur. Und er kommt. So, ich komm nicht rein. Okay, bitte. Der Jan ist drin. Hi, manche kennen mich vielleicht, ich bin der Chris, ich bin der Tourmanager der Chaoten, manche vielleicht kennen mich. Was ist Spaß? Das ist so. Das war Spaß. Manche kennen